Segen. Da kommen Kreuzung und du stehst. Du musst abwägen und überlegen, was du willst und wofür du gehst. Die bösen Geister und alle Quäler, immer wieder kommen sie zurück. Es wird nicht leichter, na es wird schwerer. Du musst den meistern, den nächsten Schritt. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du gerade lost und gebeutelt bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme, hör was sie sagt, sie war immer da, komm, hör auf ihren Rat. Hör auf die Stimme, sie macht dich stark, sie will, dass du schaust, also hör, was sie dir sagt. Hör auf die Stimme. Sag, willst du reden oder schweigen, was wird passieren, was kommt danach? Willst du weggehen oder bleiben? Du musst entscheiden, keiner nimmt sie ab. Das ist eine Reise ohne Navi. Alles offen, immer wieder neu. Und all die Prüfungen, ich glaub, man schafft sie. Bleibt man sich selbst, so gut es geht, treu. Tja, da wo guter Rat teuer ist, du grad lost und gebunden bist, war da nicht immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer. Hör auf die Stimme, hör, was sie sagt. Sie war immer da, komm, hör, was sie dir sagt. Da wo gut oder teuer ist, du grad lost und gebeutelt bist, immer besser auf dem Bauchgefühl, das wird dich auf dem Ziel. Hey, glaube du bestimmst den Weg, und es ist ganz egal, wohin du gehst, denn da war immer diese Stimme, die dir hilft und zwar immer.